gehe immer mit Lampenfieber auf die Bühne. Es ist einfach aufregend, diesen Schritt von Backstage nach vorne ins Licht zu tun. Es ist aufregend und es ist schön. Karin Bayer hat mich gefragt, ob ich die Circe spiele in diesem Stück, und ich habe sofort Ja gesagt. Am ehesten erkennt man sie, wenn ich dann diesen angedeuteten Bauchtanz mache. Dann, glaube ich, hat man verstanden, das ist wohl eine Circe. Als Zauberin Circe oder Kirke verwandelst du ja in Lärm die Männer in Schweine. Wenn du eine besondere Fähigkeit haben könntest, welche wäre das? Oh mein Gott. Hilfe! Oh, ich möchte alle Männer verwandeln in Wesen, die nur noch lieben. Du hast erzählt, dass du mit 18 das erste Mal auf der Bühne des Hamburger Schauspielhauses gestanden hast. Was hat sich überhaupt nicht verändert? Überhaupt nicht verändert hat sich der Zuschauerraum und das Gefühl, auf dieser Bühne zu stehen und in diesen Zuschauerraum hineinzuspielen. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Und die Menschen, die dort jetzt arbeiten, sind immer noch genauso toll wie die, die damals da gearbeitet haben. Die Garderoben haben sich verändert. Die sind schöner geworden. Gibt es einen Moment im Stück, wo du dich wirklich zusammenreißen musst, nicht lauthals zu lachen? Kann auch Backstage sein. Max, das sind immer die Momente, wenn du auf der Bühne einen Lachanfall kriegst. Und das passiert ja ganz schön oft, weil du genauso eine Lachwurzel bist wie ich. Ich glaube, ich habe das noch nicht wirklich zu Ende gelesen oder so. Ich wollte einfach wirklich gerne mit Karin Bayer wieder arbeiten. Ich habe ja vorher noch nie einen Jelinek-Text gesprochen. Und es gibt da in dem Sinn keine Rollen. Und es sind Texte, die wir vielleicht auf der Bühne selber nicht bis ins Letzte verstehen. Also vielleicht nicht jeden Text. Und es geht den Zuschauern sicherlich genauso. Aber das macht sozusagen nichts. Das ist das, was hinten runterfällt oder was als Geheimnis bleibt.